Hallo, herzlich willkommen auf Ari Grillkanal. Heute machen wir eine leckere Vorspeise. Das ist Ziegenkäse vom Grill mit Walnusskruste. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich. Ja, heute brauchen wir nicht viel. Wir machen heute, wie ihr gesehen habt, Ziegenkäse vom Grill. Dazu habe ich Ziegenkäse Natur mir geholt, 4 Scheiben. Hier haben wir 70 Gramm gehackte Walnüsse, 60 Gramm Rohrzucker, ein Ei mit einem Esslöffel Wasser verquirlt und hier habe ich Kochgarn schon mal in Wasser eingelegt, weil das auf den Grill kommt und ja nicht verbrennen soll. Als allererstes müssen wir alle trockenen Zutaten hier zusammenmischen und eine Masse draus machen. Oh. Plötzlich auf. So. Dann kommt der Ziegenkäse hier ins Ei gewendet. In die Masse geschwenkt. Aus Backpapier drauf. Und dann machen wir kleine Bonbonpäckchen raus und das machen wir mit allen 4. Hier haben wir jetzt unsere 4 Käsepäckchen und die kommen jetzt bei 160 Grad für 10 Minuten auf den Grill. So, jetzt sind wir hier am Grill. Bei 160 Grad werden die kleinen Päckchen jetzt ca. 10 Minuten gegrillt. Jetzt heißt es noch eins probieren und wie das schmeckt, das werden wir gleich sehen. Nicht ganz so einfach. Das ist auf jeden Fall mal eine leckere Alternative zu schnöden Salat. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniert auch meinen Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.